herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial mit meinem neuen iPhone 14 Pro. Ich finde, diese Kameraqualität ist ein absolutes Upgrade und jetzt muss ich endlich nicht mehr mit meiner Sony die ganze Zeit filmen. Ich komme mit dieser Kamera nämlich überhaupt nicht klar. Heute lernen wir eine Choreografie von mir, Choreografie bzw. TikTok-Tanz von mir, auf den neuen Song von Aileva. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe es nicht mehr richtig im Kopf. I'm sorry, wenn du das siehst. Es tut mir so leid. Und von Meadow. Sie weiß. Wie saut viel Spaß. So ihr Lieben, wir starten mit den Händen. Zuerst überkreuze ich, öffne und ziehe mich dann nach oben. Meine Beine machen eigentlich nicht so viel dabei. Ihr könnt mit bouncen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt aber auch einfach nur Seite und hoch gehen. Ja, das heißt, wenn ich meine Arme runterdrücke, dann pushe ich mich so ein bisschen nach oben. Meine Schuhe quietschen. Ich hoffe, man hört das nicht so laut im Video. Ja, das heißt, sie sagt, Dress Code Black. Trägst nur hell. Ja, das heißt, dann ziehe ich mit meinen Armen hier zur Seite raus und ich laufe auf der Stelle. Noch einmal 7 und Dress Code Black, doch du trägst nur hell. Keiner kennt dich so, wie ich dich kenne. Keiner. Ja, meine Arme überkreuzen. Ihr könnt entweder hier die Finger zeigen oder einfach Hände offen lassen. Ich gehe zur Seite raus und zur Seite raus. Ja, das ist auf keiner kennt dich. Meine Beine bleiben jetzt stehen. Jetzt geht mein rechter Arm hier drauf. Links, Mund, rüberziehen und zurück. Dabei drehe ich mich so ein bisschen in die Seite und gehe immer ein Stück nach hinten raus. Das hintere Bein ist ausgestreckt und das rechte ist leicht eingebeugt. Das heißt, wenn ich hier bin, gehe ich mit dem rechten Bein ein bisschen eingeknickt, dass ich runterkomme. Okay, wir sind also keiner kennt dich so, wie ich dich kenne. Genau, das heißt, meine Hände gehen einfach nur immer eine Etage höher, ziehen raus und kommen an. Noch einmal von vorne. 5, 6, 7 und 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und hopp. Nice one. Von hier ziehe ich rüber, ziehe und anderen Welt. Ja, das heißt, ich habe meine Hände und die drehen sich einmal hier rum, zack, und landen dann einfach nur übereinander. Ja, dabei slide ich, wie gesagt, erstmal nach links raus, wumm und hey, tap. Von vorne, auf geht's. 5, 6, 7 und Dress Code Black, du trägst nur hell, keiner kennt dich, so wie ich dich kenne. Du lebst in einer anderen Welt, hoff, dass sie dir jetzt gefällt. Ja, wir zeigen mit unseren Händen wieder zweimal, dabei laufe ich wieder auf der Stelle, hoff, dass sie dir, rechtes Bein schließt dran, ich mache so ein Okay, alles fresh. Jetzt ziehe ich den Arm raus, gehe wieder ran und dabei ziehe ich meinen Oberkörper nach hinten. Gefällt. Genau. Wir sind also hier in der anderen Welt. Hoff, dass sie dir jetzt gefällt. Nice one. Von vorne. 5, 6, 7 und Dress Code Black. Doch du trägst nur hell. Keiner kennt dich, so wie ich dich kenne. Du lebst in einer anderen Welt, hoff, dass sie dir jetzt gefällt. So, von hier geht das rechte Bein raus. Meine Hände gehen an den Kopf. Sie sagt nämlich, denn sie weiß, das Gewicht geht jetzt aufs rechte Bein drauf, weil ich hier ein bisschen Drama mache, ja? Ich mache so, ja, sie weiß das, ich bin so traurig, okay? Das heißt, ich komme hier raus. Sie weiß, dass, nee, du weißt, dass sie wegen dir weint. Ich kann die Lyrics nicht, sorry. Denn du weißt, dass sie wegen, linkes Bein geht raus und ich mache so eine Weinbewegung, dir weint. Und ich bounce zweimal, ja. Meine Beine gehen also raus, laufen, laufen, raus. Ja, das Gleiche, was ich also nach rechts mache, mache ich auch wieder nach links mit den Beinen. Noch einmal. Du weißt,
dass sie wegen dir weint. Von hier slide ich wieder rüber nach rechts, weil du nicht bei ihr bleibst. Jetzt gehe ich nach vorne, rechter Arm, rechtes Bein. Von hier hole ich den Schwung und drehe mich nach hinten raus. Und mein Arm zieht sich dabei nach oben hoch. Ist das richtig? Ja, genau. Ich habe also von den Armen vor, rück und hochziehen. Mein rechtes Bein geht mit, rum und hoch. Von hier ist der eine Arm ja oben, der andere ist unten. Jetzt ziehe ich dir entgegengesetzt. Ja, ganz wichtig bei dem Step, die Ellbogen gehen immer als erstes. Wenn der Arm also oben ist, geht der Ellbogen als erstes runter. Wenn der Arm unten ist, geht der Ellbogen als erstes hoch. Ja, wie bei diesen Waves, die man die ganze Zeit macht. Ja, da ist der Fokus ja auch immer auf dem Ellbogen. Ja, wenn wir also hier sind, gehen wir raus und ziehen hier nochmal hoch. Das ist aber eigentlich frei. Das ist eigentlich ganz egal, wie ihr das macht. Ja, ich mache das jedes Mal auch anders. Sprich, wenn ihr hier aus der Drehung rauskommt, boom, hey, oder boom, hey, macht es, wie ihr möchtet. Fühlt das einfach nur, okay? Noch einmal, wir sind hier. Du weißt, dass sie wegen dir weint, weil du nicht bei ihr Oh, das ist schief. Egal, ich weiß, worauf ich hinaus möchte. Von vorne, let's go. 5, 6, 7 und Dresscode Black, doch du trägst nur hell. Keiner kennt dich, so wie ich dich kenne. Du lebst in einer anderen Welt, hoff, dass sie dir jetzt gefällt. Du weißt, dass sie wegen dir weint, weil du nicht bei ihr. Nice one. Lass uns auch Musik ausprobieren, let's go. Das war's schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schickt mir sehr, sehr gerne auch Videos, wenn ihr das Tutorial angeguckt habt und den Tanz gelernt habt. Ich freue mich immer riesig darüber. Vergesst natürlich nicht, einen Daumen oben zu lassen, zu abonnieren, die Glocke anzumachen, blablabla. Wenn ihr irgendwelche Songs choreografiert haben wollt, wenn ihr irgendwelche TikTok-Tänze erklärt haben wollt, schreibt mir sehr gerne auf eine Nachricht oder ballert einen Kommentar unter das Video. Ansonsten, peace out, bis zum nächsten Mal.